Das ist damals im Gemeinderat ausdiskutiert worden, dass sozusagen auch in dem Bereich der Spielplatzpflege geschaffen wird. Das Rückhaltebecken ist jetzt nicht so, sondern das Rückhaltebecken geht jetzt so. Und da sieht man es jetzt auch. Also, da wo das Eck ist, ist die Wehr noch. Aber du bist ja Richtung Innenhausjung, du hast ja keine Zeugerstreifen und nichts. Gut, dann kommen wir zu meinem Antrag. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den Grundverkauf Teil von Grundstück 1787/1 Kagelibach mit einer erst zu vermessenden Fläche von ca. 700 Quadratmetern und einer Verkaufswert von 45 Euro pro Quadratmeter an Herrn Mario Bachner, der die Heilweise ist am Vertrag der Sicherstellung der Dienstbarkeit zugunsten der Marke in der Koch zur Errichtung und Betreibung des öffentlichen Kinderspielplatzes in entsprechender Größe beschließen. Alle Nebenkosten, Vermessungskosten und Vertragsänderung sind vom Käufer zu übernehmen. Wenn Sie mit dem Antrag einverstanden sind, dann bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? ÖVP, Ist gegen Kinderspielplätze. Genau, ja. Gut. Tagesordnungspunkt 8, Grundstücksabtausch zwischen der Marke Messer und der Firma Fernpost Kühlhaus GmbH. Darf unser Erbauungsleiter bitten, dass er auch die Situation erläutert? Bei der Firma Fernpost gab es die Situation einige Zeit vor der Firma, bevor Fernpost sich angesiedelt hat, die Situation gekannt hat, in der Downwelt. Der Downwelt ist abgegangen, sie dann unten im Endeffekt bremsen, ist dann der Fernstoß, hat sich den dann eingebracht. Das heißt, das sieht man da, dass die Hans-Dahlheimer Straßen und in dem Bereich, das war einerseits einmal ein Weg, der aufgegangen ist, des Bahnwegers, auch mit so einem eingeschlossen. Und da ist sozusagen das Bahnwege da angebunden, wo jetzt noch die alte Bahn übergangen worden ist. Mit dem Nostalgie-Schrampen. Bärenfoss hat schon diese Objekte zusammengekauft. Also da sind schon wieder Feuerwehr drin, das ist inzwischen unser Betriebsgelände worden. Da haben sie damals einmal von der Gemeinde einmal die Zustimmung gehört, dass sie sich den Weg zu überbauen. Und jetzt ist es so, dass die GKB mit dem Ausbau vom Bahnhof auf der anderen Seite den Lagerplatz verlagert hat. Den haben sie jetzt so unter der Bahn jetzt hingegeben. Und auf der anderen Seite ist auch von der GKB angedacht, dort auf dem Park in Treit, die Park in Treit Flächen in dem Bereich zu erweitern. Das heißt, wir haben dort manchmal den Vorteil, dass sie oben von der einen Chance runter über das Bahnwägel, also am Dampffuß entlang, mit dem Park in Treit anbinden kann. Ob jetzt mit Anspurig oder mit dem LKW ist eine eigene Geschichte, die dann ausdiskutiert werden muss. Wobei das LKW-mäßig wahrscheinlich ein bisschen ein Problem wird. Warum? Weil der Volksbank einer sicherlich ein bisschen Einschränkung. Aber auf der anderen Seite haben wir herunten auch in die Möglichkeit durch die Hans-Dahlheimer Straßen, dass das nicht immer da ist, da jetzt ein Gehweg gelaufen wird. Das heißt, das ist jetzt in dem Bereich fußläufig verbunden. Das ist jetzt auch fast wieder halb verbaut worden. Und jetzt haben wir wieder die GKB und Bären, was da gestreckt wird, wie das zukünftig ausschauen kann. Und das heißt, die Situation ist so, dass mehr oder weniger in dem Bereich, wo der GKB geplant ist, da ein Rückhaltebecken einzugeben, bei dem Flughaus der Oberfunk, das ist auch 100 Euro drinnen, geht da ein Rückhaltebecken rein, in der Zukunft
Wichtiges, dass sozusagen von der Gemeinde und BKB gemeinsam errichtet werden soll. Dann zu den Müllkartezeichen dazu, ist seitlich, also baumseitig und auch nördlich, wie auch südlich, sind dann Stellflächen für Park and Ride. Das heißt, das Becken wird jetzt schon so konzipiert, dass ein Park and Ride Parkplatz in der Form dann entsprechend ausgestattet werden kann. Dann brauchen wir natürlich wieder eine vernünftige Zufahrt, wobei das Regel da auch überhaupt eine Aussage ist. Und jetzt haben wir da Bären vor dem Vorschlag gemacht, pass auf, das ist ein Gemeindegrund. Und für den Gemeindegrund, den sie da eigentlich schon von uns okkupiert haben, dass wir für den Ersatzgerüst da auf 8 Meter Brat und mit 7 Meter Brat asphaltiert. Da unten die Einbindungen am Stadamer Straße und auch im Oberbereich, also das Bahnregel, die Sachen werden dann, so wie es dann örtlich eigentlich dann aufgelegt wird, dann eng vermessen. Das heißt, jetzt wäre es notwendig, einmal einen Grundsatzbeschluss zu fassen, dass man sozusagen diesen Abtausch vornimmt. Flächenmäßig kann man sagen, sind wir ident, 1200 zu 1165, die wir zurzeit an die Firma Bärenforst quasi nutzen lassen. Und die Bärenforst hat es jetzt schlussendlich auch bereit erklärt, diesen Weg zu probieren und zu asphaltieren. Das heißt, wir kriegen den asphaltiert über Geld und damit ist die Sache erledigt. Und der Philipp, hast du den Herrn, der Chef unten? Philipp, ja. Der Junge, der jetzt den Betrieb unten führt, der hat mir erklärt, dass das Bahnwetter seinerzeit auch mal befestigt asphaltiert war, dass er drüber asphaltiert hat, ist seine Sache und nicht unsere. Und nachdem der Weg befestigt war, wenn man da unten genauso den neuen Weg im Abtausch genauso befestigt übergeben können. Das heißt, wir haben jetzt eine Beschlussfassung intern gehabt, dass wir gehört haben, wir werden 6 Meter Bahn asphaltiert, das heißt rechts und links 1 Meter Bankettstreifen. Oder ihr habt noch immer eine Möglichkeit, wenn es wirklich notwendig sein sollte, dass er gut zum Beispiel einen Wassergraben seitlich niederziehen kann, dann haben wir 15 Meter Bankett, 6 Meter Vorbahn und dann bleiben wir noch immer 1 Meter Wassergraben oder Verrohrung, was auch immer. Also mit 8 Metern haben wir da glaube ich sicherlich eine ziemlich gute Anlage. Wobei die jetzige am Stahlhammer Straße hat in der Größen, also mit dem Wassergraben, weil da haben wir einen offenen Graben, den haben wir auch 8 Meter. Und mit dem ist jetzt schlussendlich einverstanden gewesen. Gut, danke. Gibt es Wortmeldungen dazu? Keine, dann stelle ich den Antrag. Der Gemeinderat möge folgenden Grundabtausch zustimmen. Den Grund würde mit dem Eigentum der Martin in den Wochenfinden geteilt, den Grundstück 1753 mit einem noch zu vermessenden Flächenausmaß von ca. 1,65 Quadratmeter, welche derzeit über das Betriebsareal der Firma Bärenforst Haus GmbH stimmt, wird gegen einen im Grund mit dem Eigentum der Firma Bärenforst GmbH befindliche Ersatzfläche, bestehend aus Teilen der Grundstücke 1645 durch 9, 1645 durch 1, und 1645 durch 10 mit einem noch zu vermessenden Flächenausmaß von ca. 1200 Quadratmeter im ausgebauten Zustand, 6 Meter Fahrbahnbreite abgetauscht. Die Ersatzfläche würde eine direkte Verbindung des Bahnweges mit der Hans-Dahlheim-Straße ermöglichen. Alle Nebenkosten, Vermessungskosten, Vertragsrechte und die Durchführung sind von der Firma Bärenforst Kühlhaus GmbH zu übernehmen. Wenn Sie mit diesem Antrag einverstanden sind, dann bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke, schön. Danke. Achso, was haben wir das nicht? Entschuldigung, was soll das sein? Ah doch, Entschuldigung. Gut, wir sind jetzt beim Tagesordnungspunkt 9. Fragverkauf Deutz Fahr Agrodom K410 Premium Plus mit Frontlager. Da geht es auch um die Darlehensaufnahme von 66.500 Euro mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Der Kauf von dem Traktor war notwendig, weil der alte Traktor kaputt worden ist und man schon sehr hohe Reparatur drauf gehabt hat, dass sich eine weitere Reparatur nicht ausgezahlt hätte. Und bei diesem Traktor unbedingt jetzt erbrauchen,
in der guten Wintersaison kommt, damit man auch dann Schnee räumen kann und auch alle anderen Belange, die im Wirtschaftshof zu erledigen sind, die man dem Traktor erledigen kann. Aus dem Grund ist es doch mit denen in Darin aufzunehmen. Und hast du was dazu zu sagen? Ja, Ausschreibung Traktor. Wurden hier eigentlich eingeladen, Teilungsbetrag, wie gesagt, war 40.000 im Monat auf 10 Jahre, 30.000 im Monat, sondern war drittjährig depressiv, dann ändern wir sich 360. Bildungsbeginn sollte der 1.7.2014 sein, Teilungszuteilung am 1.3.2014. Zur Vergleichbarkeit wurde der Euro-Bar, der Schichtfaktor 12.13 herangezogen. Die BAWAG BSK hat Abstand von einer Angebotslähmung gemacht, wird kein Angebot geliefert. Die Steiermärkische Sparkasse hat sich eigentlich in keinster Weise an den Vorgaben gehalten. Genau anders abgerechnet, sie hat den Höchstwert bzw. auch nur für 2 Jahre den Euro-Bar gehalten, war in keiner Weise eigentlich vergleichbar mit den anderen Banken. Und grundsätzlich schaue ich schon, dass die Banken das, was sie eigentlich vorgibt, dass wir das hereinbringen. Und da brauche ich dann nicht mehr groß nach, weil das war relativ klar aufgeschrieben, was für ein Produkt das geliefert werden soll. Dann war die Erika Weiber-Liebach, die hat einen Aufschlag von 1,5% zum Euro-Bar angeboten. Das wird in einem momentanen Zeitpunkt einen Zinssatz von 1,18 machen und eine Gesamtbelastung von 73.416. Die Volksbank auf der anderen Seite hat einen Aufschlag von 1,375, würde einen momentanen Zinssatz von 1,593 ergeben und geringfügig niedrigeres Angebot. Die garantiert es, wie gesagt, nur bis 2018. Was ist danach? Danach gibt es neue Verhandlungen, da gibt es einen neuen Zinssatz. Das ist natürlich die Frage, du wirst es ja am besten wissen, denn jetzt ist der Euro-Bar relativ nieder. Das ist eine Spülerei, also sie sind nicht weit auseinander, der eine fängt jetzt 10 an, das kann in allen Richtungen, und dem Thema, da auch richtig geschrieben, bemerkt wird, dass die Gesamtbelastung aufgrund von Veränderungen des 3-Monats-Euro-Bar bzw. der Garantieklausel sich verringern oder erhöhen kann. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit hat man auch mal durchrechnen, das rechnerische Ergebnis, und da war die Volksbank und die Tente Tage geringfügig verlangt. Und da sind es wohl jetzt auch mit. Ja. Danke. Gut. Bitte. Allein wenn man bei den Bürgermeisterkonten ein bisschen dran denkt, vielleicht hat man nie 66.000 Euro aufnehmen, oder? Gut. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Und das ist wirklich weniger notwendig im Gegensatz zum anderen. Hallo? Ja, ich habe zur Kenntnis genommen. Das war's. Bitte. Ja, hast du Fragen? Weil es unangenehm ist, wie nimmst du Kenntnis und Schuldigkeit dazu? Stellst du eine Frage, oder? Bitte. Ja, das war eine Frage. Christian, bitte. Wurde auch angedacht, oder aus den verschiedensten Traktorhersteller und so bieten auch Ratenzahlungen an. Wurde auch da angedacht, aber du Traktor mal zu deine Ratenzahlung oder was in Frage käme, weil da wenn wir fahren, oder unter 1%, da kann man sich aussuchen, 1/3, also jährlich, also auf 3 Jahre aufteilen, auf 4 Jahre jährlich oder auf 5 oder was, so in der Richtung. Ist das angedacht worden? Man hat es gemacht, wie man es immer macht. Ja. Man hat sich darum bemüht, Angebote einzubringen, diese Ladensumme, diese noch dann auch der Aufsichtsbehörde vorzulegen, für das schlussendlich der genehmigen muss. Bitte, Andreas. Das ist jetzt eigentlich irgendwelche steuerlichen oder anderweitigen positiven Vorteile, wenn man jetzt ein Darlehen für einen Traktor aufnehmen? Oder wäre es nicht Zeit, aber können wir es uns nicht leisten, wenn man so sagen? Sinnvoller ist es, wenn man sich über Darlehen aufgibt. Und weil? Ja, aber weiß ich. Ja. Weil wir das Geld so nicht haben jetzt, auf der Weise. Du sparst es uns noch dann aus dem Kassenkredit herausbezahlen müssen. Und das wäre dann das Gleiche noch dann im Endeffekt. Und so gesehen, für die Transparenz ist es wesentlich besser, wenn man das über Daten noch aufnehmen kann. Solange man nicht beim Kassenkredit, sondern mal im positiven Bereich ist. Das ist alles. Das werden wir nicht sagen. Gut, weitere Fragen? Keine. Da stellt den Antrag, der Gemeinde hat mögliche Verschärfung des Darlehens in der Höhe von 76.500 und einer Laufzeit von 10 Jahren zum Kauf
zum Ankauf des Traktors für den Wirtschaftshof, die Markthalle Liebach, zu den vorliegenden Bedingungen an die Volksbank Liebach beschließen. Kaufen. Wenn Sie damit einverstanden seid, dann bitte ich um eine Zeichen dazu stellen. Gut, dann sind wir bei Tagesordnungspunkt 9 noch. Da geht es Tagesordnungspunkt 9. Das Darin haben wir jetzt beschlossen. Dann fragst du, wir müssen nochmal vergeben, oder? Ja, die sind doch dabei. Auftragsvergabe jetzt. Ja. Achso, ja. Ich stelle den Antrag, die Gemeinsamkeit möge den Haupt. Warte, war das einstimmig jetzt? Ja, einstimmig. Okay. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Auftragsvergabe an die Firma Hustler, St. Johann auf Brunnburg zur Lieferung eines Traktordeuts. Bar Agrodon K410 Premium Plus mit Frontlader und der gleichzeitigen Eintausch des alten Traktors Steyr 8090 zu einem Kauf, das sind Höhe von 66.000 €, inklusive Mehrwertsteuer beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann bitte noch Zeichen dazu. Bitte? Frage darf ich noch stellen. Ich habe jetzt noch den Antrag schon gestellt, aber bitte stellen noch eine Frage. Aber du kannst den Antrag zur Diskussion stellen. Wir haben jetzt nicht auch diskutiert, oder? Der alte Traktor, wie viel sind wir eintauscht worden? 30.000 oder was? Ja, da steht's gerade. 13.000 oder? Wie viel haben wir da insgesamt Traktoren? Zwei Bocker und der Kommunalgerät. Zwei Traktoren und der Kommunalgerät. Mit der LKW halt, ne? Das ist. Gut, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja. Ja.